Hallo, ich bin Andreas von Purklang. Ich baue und entwickle Naturklang Musikinstrumente hier in Kempten im Allgäu. Heute habe ich hier meine Kabongo und wie der Name schon sagt, ist es eine Mischung aus Cajon und Bongo und das Ganze eben im Mini-Format. Hier habe ich die Cajon-Spielseite, drehe ich das Instrument um, habe ich hier die Bongo-Spielfläche, die aus Holz besteht. Ja, und wie man sieht, ist das Instrument sehr, sehr klein. Es hat die Maße 36 mal 15 mal 15 cm. Somit passt diese Kabongo in ziemlich jede Tasche rein. Oder für alle Autofahrer, die können es im Auto lassen, brauchen es gar nie raustun und haben für jede Session, die sich irgendwo auf die Schnelle ergibt, sofort ein gutes Instrument dabei, ohne dass sie immer gleich eine große Trommel mitschleppen müssen. Gehalten wird dieses Instrument auf dreierlei Arten. Entweder ich nehme es hier so direkt an diesen Kanten, das gibt einen sehr, sehr guten Halt, oder ich halte es einfach wie eine Bongo so, oder ich lege es auf meinen Schenkeln ab, was bei der Bongo-Seite den Vorteil bringt, dass eben diese untere Seite nicht mitschwingt. Okay, und wie dieses Instrument klingt, das zeige ich euch jetzt.